In diesem Video erlernen Sie, wie Sie mit der App GarageBand ein Hörspiel aufnehmen können. Öffnen Sie dazu zunächst die Anwendung. Über ein Plus auf Song erstellen können Sie eine neue Sounddatei anlegen. Sollte dieses Symbol bei Ihnen nicht zu sehen sein, befinden Sie sich im Verlauf. Dann können Sie entweder auf Ihrem iPad oder in einer Serverumgebung den passenden Speicherort auswählen. Zunächst wählen wir den Audiorekorder. Entweder Sie tippen direkt auf den Audiorekorder oder Sie wählen die Stimme aus. Bevor wir mit dem Einsprechen des Hörspiels beginnen, müssen Sie noch einige Einstellungen vornehmen. Als erstes schalten wir das Metronom aus. Dafür tippen wir auf das Metronom-Symbol oben in der Werkzeugleiste. Als nächstes wählen wir das Plus in der Spurenansicht. Es ist wichtig, dass Sie dort nicht 8 Takte auswählen, sondern die Länge des Abschnitts auf automatisch einstellen. Mit einem Klick auf eine andere Position kommen Sie aus dem Menü heraus. Eine weitere Einstellung muss noch vorgenommen werden. Tippen Sie dazu auf das Zahnrad oben rechts in der Werkzeugleiste. Wählen Sie hier erneut Metronom und Einzähler aus. Sie können hier nun den Einzähler deaktivieren. Wählen Sie zudem die Option Kein Sound. Nachdem die Voreinstellungen vorgenommen worden sind, können Sie Ihre Aufnahme beginnen. Tippen Sie dazu auf den roten Aufnahmeknopf. Sie sehen, dass die Aufnahme sofort beginnt. Sie können also hier einen Märchentext oder ein Theaterstück einspielen. Entweder Sie haben nur einen einzigen Sprecher oder Sie teilen die Sprecherrollen in einer kleinen Gruppe auf. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie erneut auf den roten Aufnahme-Button. Die Aufnahme startet sofort. Dies können Sie mit einem Klick auf Stop beenden. Wir wechseln nun auf die Spurenansicht. In der Spurenansicht sehen Sie die eben erstellte Aufnahme. Mit dem Positionsmarker können Sie die Position bestimmen und beispielsweise abspielen. Wenn Sie nun Soundeffekte hinterlegen wollen, müssen Sie dazu weitere Spuren anlegen. Dies geht über einen Klick auf das Plus. Entweder Sie wählen wieder den Audiorekorder aus, beispielsweise um analog Soundeffekte zu erstellen, zum Beispiel über das Rascheln mit einem Blatt Papier, das Zuschlagen einer Tür, das Ausgießen von Wasser und ähnlichem. Alternativ können Sie auch Musik selber produzieren. Die App GarageBand bietet Ihnen verschiedene Instrumente an, wie den Streicher, einen Bass, eine Gitarre und weitere Instrumente aus aller Welt. Sie können auch auf ein Schlagzeuginstrument zurückgreifen und ähnliches. Es gibt auch eine Soundbibliothek, wo Sie diverse Sounds herunterladen können. Probieren Sie einfach die verschiedenen Möglichkeiten aus. In diesem Fall wählen wir wieder den Audiorekorder aus. Wichtig ist, dass Sie, bevor Sie eine erneute Aufnahme starten, den Lautstärkeregler zunächst ganz nach unten schieben. Das hat den Grund, dass, sobald Sie auf die Aufnahmetaste drücken, alle weiteren Spuren abgespielt werden. Wenn Sie die Lautstärke also auf laut haben, dann nehmen Sie das bisher aufgenommene erneut auf. Dies ist nicht der Fall, wenn Sie die Lautstärke ganz nach unten drehen. Dann können Sie ganz in Ruhe Ihre Aufnahme beginnen. In diesem Fall wollen wir einen Soundeffekt aufnehmen. Ich klatsche dafür zunächst in die Hände. Die Aufnahme wird nun sofort wieder abgespielt. Dies können Sie verhindern mit einem Klick auf Stopp. Wie Sie sehen, ist hier ein Stück aufgenommen worden. Wir gehen nun zurück in die Spurenansicht. Die neue Spur mit der Klatschaufnahme können Sie nun beliebig durch die Aufnahme bewegen und an die passende Stelle schieben. Sie können diesen Vorgang so oft wiederholen, wie Sie möchten und so viele Soundeffekte hinterlegen, wie Sie wollen.
Es empfiehlt sich, für jeden Toneffekt eine eigene Spur zu wählen. Sie können natürlich auch mit Hilfe der Instrumente Musik einspielen und ähnliches. Die getätigten Aufnahmen können Sie auch jederzeit bearbeiten, indem Sie darauf tippen. Es öffnet sich ein Menü. Hier können Sie die eingesprochenen Inhalte ausschneiden, kopieren, löschen, als Loops mehrfach abspielen oder umbenennen. Wenn Sie möchten, können Sie eine Audiodatei auch kürzen oder teilen. Wenn Sie die Datei ausgewählt haben, können Sie den Beginn des Songs nehmen und kürzen oder aber das Ende anfassen und nach innen schieben, um die Datei weiter zu kürzen. Sie können auch Ihre Soundaufnahmen innerhalb der Mitte teilen, beispielsweise um einen Versprecher herauszuschneiden. Dafür nehmen Sie den Positionsmarker, schieben ihn an die gewünschte Position, tippen dann auf den Positionsmarker und tippen im Anschluss auf Teilen. Wenn Sie Teilen angewählt haben, müssen Sie den Finger mit der Schere nach unten schieben. Die Tondatei ist nun geteilt und kann verschoben werden. Wenn Sie diesen Vorgang auch an einer zweiten Position durchführen, können Sie eine Datei heraustrennen und im Anschluss löschen. Wenn Sie mit Ihrer Aufnahme zufrieden sind, müssen Sie diese nur noch als Song exportieren. Dazu müssen Sie zurück in das Hauptmenü. Halten Sie nun lange Ihre Aufnahme gedrückt. Nun können Sie über die Option Teilen Ihr Hörspiel als MP3-Datei exportieren. Tippen Sie dazu auf Song. Wählen Sie eine gewünschte Qualität aus. In diesem Fall reicht die hohe Qualität aus. Sie können nun noch Informationen hinzufügen zu Künstler, Komponist, Album und bestätigen das Ganze mit einem Klick auf Teilen. Nun können Sie Ihren Speicherort auswählen. Klicken Sie auf In Dateien sichern und wählen Sie den Speicherort manuell aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.